Hin und wieder gibt es einige Leute, die mich fragen, yo Kanscha, wie siehst du eigentlich aus? Genau so sehe ich aus. Allerdings habe ich braune Augen. Ich denke, dass ich mir in den nächsten Tagen Kontaktlinsen zulegen sollte. Was sagst du dazu, Schlepp? Nice, er heißt wirklich Schlepp. Hui Kanscha, schön dich zu sehen. Oh, ich freue mich gerade mega. Was macht das Inselleben? Ja, es läuft. Ach, da fällt mir ein. Hast du schon Erfahrungen mit dem Nook-Portal im Service Center gemacht? Ich habe das Portal eben gerade abgecheckt und ich habe einfach mal 50 Meilen erhalten. Jedes Mal, wenn man das Portal aufruft, also einmal pro Tag, erhält man automatisch 50 Meilen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist absolut Pflicht. Man muss es bloß einmal am Tag nutzen, um tolle Nook-Meilen zu sammeln. Okay, ich habe die Wahrheit gesprochen. Und wenn man das mehrere Tage hintereinander macht, gibt es sogar immer mehr Meilen auf einmal. Ach was. Gut, dass ich ihn angesprochen habe. Ich wollte sowieso kurz bei Tom Nook vorbeischauen, aber ich habe Post erhalten. Ah, Rieke, was hast du denn gemacht? Ernsthaft? Moment mal, ich habe die Geschenke gar nicht angenommen. Oh, danke, Rieke. Ist ja cool. Das ist jetzt eine Überraschung. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Dann nehmen wir die anderen Geschenke auch an. Neues Die. Gleich 2 Stück. Rieke. Heftig. Danke. Das ist aber lieb. Das ist jetzt sehr überraschend. Ich freue mich total darüber. Ah, ich habe das Geschenk nicht angenommen im letzten Part. Was für ein noobiger Kerl, ey. Oh Mama, ah, sorry. I am so stupid. Wollt ihr euch einmal kurz mein Zelt anschauen? Besser gesagt, meinen Lagerplatz. Ja, ja. Bin jetzt auch dabei. Zu lagern und so. Muss sein. So sieht mein Zimmer jetzt aus. Ist doch okay, oder? Ich kann mein Bett zwar nicht erreichen, aber schlafen will ich jetzt sowieso nicht. Okay. Gut, ich habe ja jetzt einige Werkzeuge erhalten, Geschenke und so. Allerdings habe ich mir dennoch vorgenommen gehabt, dass ich diese Werkzeuge versuchen werde, in den Parts selbst einmal zu erstellen, damit ich das einmal gemacht habe und damit wir uns das ja auch in meinem Let's Play das gemeinsam einmal reingezogen haben. Und ich checke ganz kurz die Geschenke ab. Stimmt, Holztischspiegel. Darum kümmere ich mich gleich. Auspacken. Holzsofatisch. Interessant. Auspacken. Kartonbett. Nice. Boah, ich werde hier richtig verwöhnt. Birnenteppich. Sweet. 3 Äpfel. Voll cool. Die sollten von Mama sein, glaube ich. Essen. Stimmt. Ich sollte mal essen. Moment mal. 10 Äpfel. Soll ich essen? Was passiert denn dann? Das checke ich ab. Auf dem Festplatz ist kein Platz dafür. Nee, ich möchte gerne was essen. Ah, ich habe auf Ablegen gedrückt. Soll ich jetzt einfach 10 Äpfel hintereinander essen? Ich ziehe mir alles rein. Wobei, nicht alles auf einmal. Nicht alles auf einmal. Hooray, hooray, hooray. Oh, da ist ja ein gelber Vogel und er ist weggeflogen. Nicht so schlimm. Stimmt. Verkaufen sollte ich auch mal tun. Vielleicht gibt es dafür auch Meilen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das Nook-Portal habe ich mir vorhin kurz schon reingezogen gehabt. Ist hier etwas? Hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. Okay, was geht, Nap? Willkommen, Kanscha. Was kann ich heute für dich tun? Ich will was verkaufen oder kaufen. Ich schaue mir mal kurz an, was ich mir jetzt eigentlich kaufen könnte. Taschentuchspender, interessant. Picknickkorb, hä? Achso, ich dachte, das ist ein Mikrofon da drin. Ist ja cool. Oh, du möchtest also doch nichts? Sag bitte Bescheid, falls wir dir sonst noch irgendwie weiterhelfen können. Ich möchte gerne etwas verkaufen, Nap. Aber was? Jetzt gerade denke ich mir, das war vielleicht doch nicht so klug, alle Items abzulegen, die ich erstmal nicht benutzen werde. Also das sind Items, die ich für sehr, sehr wichtig ja, halte, weshalb ich sie bei mir habe. Und Getränke sind doch eigentlich immer gut. Ich verkaufe Blumen? Ich meine, die habe ich doch auf meiner Insel aufgehoben. Na, ich mach das mal. Okay. Nimmt er nicht an, oder wie?
Achso, da muss ich auf Plus drücken. Hier für dich. 80 Sternis? Ja, abgemacht. Verdammt, wir hoffen, du bärst uns recht bald wieder. Hä? Das finde ich gerade mega cool. Sollte ich das öfteren tun? Hey, wie cool, 80 Sternis. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das nicht wenig dafür, dass ich einfach mal Blumen aufgehoben und diese hier dem Nap gegeben habe. Oh, ich habe keine mehr. Was soll's, nicht so schlimm. Oh, wirklich? Sag einfach Bescheid. Ja, mache ich Nap. Aber was ist denn mit dem Nook-Phone los? Habe ich gerade eine Nachricht erhalten? Nook-Meilen? Oh, okay, da ist ein Punkt zu sehen. Meilen erhalten, ja. Soziales Tier? Nook Inc. begrüßt es, wenn die Bewohner sich möglichst viel grüßen. Ah, am besten solltest du jeden Tag allen deinen Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo gesagt haben. Oh, richtig sweet. Richtig sweet. Habe ich hier, ey, ich habe ja weitere Meilen erhalten. Vermöbelt. Die Grundlage eines schönen Zuhauses sind Möbel. Vermöbelt. Umgib dich mit möglichst viel, das dir im Alltag Freude macht und erhalte obendrein einen Meilenbonus dafür. Okay, abholen. Ach was. Um die habe ich mich gar nicht gekümmert. Wartet mal. Will nochmal etwas überprüfen. Ach was, ich bin ja voll der Noob. Meilen erhalten. Jedes Mal, wenn ich das ab jetzt lese, werde ich mich darum kümmern. Ist ja cool. Einfach mal wieder Meilen erhalten. 300 und ich habe jetzt schon 2400. War das nicht so, dass ich so um die 5000 Meilen brauche? Dann muss ich mir nicht mehr 48.000 Sternis klar machen. Hier, verkaufen statt horten. Ach so, das war... Ey, was ist denn los? Oh, was macht mein Controller jetzt wieder für Probleme? Der macht das immer. Der macht das immer. Beziehungsweise sehr oft. Das Problem habe ich in Mario Kart 8 Deluxe oft und in Splatoon 2. Muss mir bald einen neuen Controller zulegen. Ja, nur in den letzten Tagen habe ich mir viel zu viele Spiele gekauft. Leichtes Gepäck. So heißt die Formel für ein Leben ohne Altlasten. Den ersten Verkauf nicht mehr benötigter Dinge unterstützt Nook Inc. mit einem Meilenbonus. Ach was. Ey, das ist ja mega cool. Man muss schon, wenn man am Anfang ist, vieles ausprobieren. Ey, was willst du denn? Warum machst du das denn? Das regt mich gerade so auf. Und ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade, wenn ich jetzt runterscrolle, an das Discord-Symbol denken, wenn ich vom Nooks Gesicht sehe. Ey, das finde ich gerade so gemein. Ich glaube, das ist auch das Problem, was ich in Mario Kart 8 Deluxe habe. Plötzlich macht er Sachen, also der Fahrer, die ich gar nicht eingebe. Hier, mein Eiland, dein Eiland. Was? Bedenke doch auch deine Nachbarinseln ab und zu mit einem Besuch. Je öfter du fliegst, desto mehr Nook-Meilen verdienst du. Da kann da wieder stehen, hm? Okay, Rike, ich schaue bei dir in den nächsten Tagen wieder vorbei. Du weißt Bescheid. Okay, jeden Tag auf der Insel. Die Insel gefällt dir, hm? Das ist gut, denn an je mehr Tagen du hier aktiv bist, desto mehr von den begehrten Nook-Meilen kannst du sammeln. Die sind auf jeden Fall begehrt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich welche erhalte. Ich habe jetzt schon 3300, ist das normal? Ist ja cool, ey. Also ich bin happy. Gut, dass wir uns das angeschaut haben. Entomologe? Für das Fangen von Insekten gibt es Meilen. Kannst du die ganze Faunapedie füllen? Ja, das kannst du ganz sicher. Ich hoffe. Hier ist auch ein Punkt. Faunapedie. In dieser App findest du Infos über die Insekten, Fische und Meerestiere, die du gefangen hast. Ah, Nasenschrecke. Achso, okay. Ja gut, ich habe noch einiges zu tun. Ich habe ganz schön viel zu tun. Fische, ja. Und Meerestiere, nichts. Ich bin so ein Anfänger. Aber gut, nicht so schlimm. So, dann möchte ich mir mal kurz die Werkbank von Tom Nook reinziehen. Erstmal möchte ich neue Sachen erlernen. Ich weiß jetzt, wie man einen Holztischspiegel herstellt.
Hooray! Nice, jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Holzsulfatisch. Erlernen. Ich weiß jetzt, wie man einen Holzsulfatisch herstellt. Wie er sich freut, das finde ich voll nice. Ah, ich habe schon wieder eine Benachrichtigung erhalten. Bestimmt, weil ich gerade neue Sachen am Erlernen bin. Geht schon klar. Kartonbett. Okay. Ja gut, ich sollte mich mal gleich auf die Suche machen nach bestimmten Items. Um all die Sachen, die ich jetzt herstellen kann, herstellen zu können. Was für ein Satz, oder? Herzlich willkommen in meiner Welt. Birnenteppich. Okay, gut. Hast du noch irgendwas zu sagen? Oder wartet mal, ich check kurz die Werkbank ab. Warum nicht? Etwas herstellen. Aber ich glaube, mir fehlen noch so einige Sachen. Okay. Gut, Axt brauche ich definitiv. Weil ich will mir jetzt neben den... Birn und was auch immer... auch Holz klar machen. Äste, die mache ich mir ja hin und wieder mal klar, aber Holz, das habe ich noch nicht so bedacht. Ast? Stein, wo gibt es eigentlich Steine? Birnenteppich. Ach, wie süß, dafür brauche ich nur 6 Birnen. Gut, darum kann ich mich auch kümmern. Ja gut, alles klar. Ich weiß zumindest, auf welche Sachen ich mich zu fokussieren habe. Und nochmal kurz hier Tom ansprechen. Ah, Kancha. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz ohr. Was soll ich tun? Umzugsgebühren? Gibt es irgendwas Neues, was er sagt? Ja, okay. Ja, typisch. Angel und Kescher. Fische und Insekten. Ja, okay. Ich muss mich immer noch um diese Aufgaben kümmern. Ich meine... auf meiner Insel habe ich ja das Museum noch nicht. Und so wie ich das verstanden habe, muss erstmal die Eule Eugen vorbeischauen, etc. Und dafür muss ich ja auch ein paar Sachen machen, damit diese Angelegenheit irgendwie ausgelöst wird. Okay, wird schon schief gehen. Ich sollte mal die Angel rausholen. Wobei, vielleicht werde ich jetzt schaufeln, weil ich habe ja in den letzten Parts immer Risse gesehen. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, was soll das? Eben gerade habe ich ein bisschen im Internet gelesen gehabt. Und da heißt es, dass man Fossilien ausgraben kann. Und die braucht man auch später, um das Museum aufbauen zu können. Eieiei, ich habe so einiges zu tun. Ich habe schon eine Steinaxt, ebenfalls von Rike, erhalten. Ich kann die ja schon mal benutzen. Dann können wir ein bisschen schneller hier vorankommen. Mal gucken, was passiert. Ups. Und es gibt, so wie ich das verstanden habe, auch verschiedene Holzarten. Hier zum Beispiel kann man das erkennen. Ne, die Optik auf die Farbe bezogen ist ziemlich unterschiedlich. Hartholz und das ist das ganz normale Holz. Gut, so erhalte ich also Hartholz. Nicht schlecht. Was war das denn, Kancha? Oh, okay. Allerdings weiß ich gerade nicht, wie oft Holz hier rauskommt, wenn man halt mit der Axt... gegen so einen Baum schlägt. Was mache ich schon wieder? Ich habe mich für den falschen Knopf entschieden. Hey, ist das ein Schmetterling? Das ist doch ein Schmetterling. Oh, wie süß. Schnell fangen. Jawohl. Oho. Ein Kolibri-Falter. Macht der Faltkolibris? Oh Mann, ey, diese Sprüche. Okay, zweimal brauchen wir davon nicht. Wobei, eins zum Verkaufen. Ja, warum nicht? Ein Tier für Tom Nook und das andere wird verkauft. Ab ins Museum mit dir, hoffentlich. Angeln erstmal nicht. Weil in den letzten Parts des Öfteren am Angeln gewesen. Vielleicht mache ich das am Ende des Parts. Ich hole nochmal die Axt raus. Genau, was haben wir hier? Oh, sehr schön, sehr schön. Okay, supi. Kommt her, meine Freunde. Wo gibt es Steine? Sind da Steine? Also für mich sieht das schon aus wie ein Stein, aber kann ich mir diesen Stein einfach mal klar machen? Ich könnte es hier ausprobieren. Ich habe ja eine Schaufel.
Und ich benutze sie zum ersten Mal. Mist gelaufen, wa? Egal, auf Risse achten. Ach, hier sind ja Steine. Hm? Wie mache ich mir die klar? Ach so. Ach so. Ist ja cool. Das hat mir jetzt gefallen. Das hat mir tatsächlich gefallen. Wo wir schon mal hier sind, wollen wir uns nicht einfach mal Birnen klar machen? Ah, ach was. So kann man sich auch die Birnen klar machen. Ist ja cool. Ich wollte eben gerade den Baum schütteln. Aber das war gar nicht notwendig. Okay, ist ja sweet. Das finde ich mega cool. Okay. Gibt es noch irgendetwas? Ja, die Birnen nehmen wir auch mit. Dann kann ich mich mal gleich um etwas Bestimmtes kümmern. Und zwar um das Geschenk, was ich von meiner Mama bekommen habe. Also ich denke, dass das von meiner Mama ist. Es wirkt auf mich so, wie als ob das so ein Geschenk wäre, was optimal wäre, wenn man es gleich zu Beginn da bekommt. Hier wohnt doch Bella. Ist sie denn zu Hause? Ja, sie ist unterwegs. Nicht so schlimm. Okay. Legends Tom Nook. Hier, das mit dem Boden habe ich immer noch nicht begriffen. Bringt das was, wenn ich hier die Schaufel benutze? Das finde ich echt interessant. Ansonsten kann ich mich so vage daran erinnern, wo die Risse waren. Ups, das wollte ich nicht. Kann man das zumachen? Oh mein Gott, hier sind Sternis. Ein 1000 Sternisack. Was man so alles ausgraben kann. Wie, du kannst nicht mehr tragen. Ja, tauschen natürlich. Ja, das Unkraut brauche ich jetzt erstmal nicht. Ist ja cool, aber wie kann man das hier zumachen? Warum leuchtet das immer noch hier? So, ist ja cool. Ey, wie süß ist das denn? Mega sweet. Mega sweet. Oh, Smetbo. Nein, Spaß. Ja. Was mit dem Kescher? Oho. Ein Kohlweißling. Von dir lasse ich mich nicht verkohlen. Mann, ey. Ah, ich glaube, es würde sich lohnen, wenn wir jetzt einmal kurz bei Tom Nook vorbeischauen. Kolibri-Falter, freilassen. Flieg davon, Kumpel. Flieg. Ja, nice. Rüber zu Tom Nook. Ja. Äste kann man sich immer gönnen. Schadet nicht. Okay. Alles klar. Immer noch Vögel fangen. Wäre zu heftig. Was hast du denn da? Hier gleich 20.000 Sternis. Oh, der ist grün. Hier 40.000. Hallo, Freunde. Was geht, Tom? Ah, Kancha. Hi, hi. Na? Das kannst du auch gerne sein. Habe ein Lebewesen. Ich habe für dich einen Kohlweißling. Oh, was für Empfang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Kohlweißling. Dürfte ich dieses Prachtexemplar auch meinem Freund aus dem Museum zukommen lassen? Na klar. Mach das, Tommy. Ach ja, erinnerst du dich an die Blumenprobe, die ich dir gegeben habe? Eins muss ich noch erwähnen. Die daraus sprießenden Blumen sind robust und sollten auch ohne Pflege ganz gut gedeihen. Darum kümmere ich mich jetzt. Aber wenn man sie jeden Tag gießt, kann man sie züchten und kreuzen, um neue Farben zu erhalten. Ist ja interessant. Will er noch was sagen? Ah, der will tatsächlich noch was sagen. Du fragst dich, wie du das mit dem Gießen anstellen sollst. Mit der Gießkanne, für die ich dir gerade eine Anleitung auf dein Nookphone geschickt habe. Meine Buchhalter würden mit dem Kopf schütteln, wenn sie wüssten, dass ich Sachen verschenke. Aber du hast schon viele Tierchen für mich gefangen und hier auf der Insel unterstützt man sich eben. Bitte bring mir auch weiterhin deine Funde, zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Werde ich tun. Wollen wir uns die neue Bauanleitung einmal kurz reinziehen? Da ist sie. Bauanleitung. Okay. Hier ist die Gießkanne. Wackelgießkanne. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weichholz. 5 Stück. Mhm. Holz so artisch. Richtig schön. Okay. Mhm, mhm.
Darum könnte ich mich jetzt schon mal kümmern. Ja, das mache ich jetzt auch gleich mit euch gemeinsam. Oh, wir können uns weitere Nookmine klar machen. Selbst ist der Bewohner. Nook Inc. verleiht Nookmine für die Bastelanleitungen, die du erhältst. So zahlt sich selber machen doppelt aus. So lustig. Okay. Noch was vielleicht? Kann ja sein. Doch, schaut mal hin. Dein Nookphone. Ist das Nookphone schon zu deinem unverzichtbaren Begleiter in allen Lebenslagen geworden? Dass du diese Nachricht darauf liest, deutet darauf hin. Dafür lässt Nook Inc. gerne ein paar Meilen springen. Richtig, korrekt und so. Und diese Meilen werden ja auch nicht zurückverlangt. Richtig nett. Okay. Da, schaut mal, Geldgräberstimmung. Auf dieser Insel sind Sternis vergraben. Vielleicht hätten wir vor der Umsiedlung erst einmal alles umgraben sollen. Aber egal, letztendlich landen sie ja hoffentlich eh bei Nook Inc. Hier hast du meinen oben drauf. Ja, ja, ja. Ich werde jetzt das, was ich gerade, das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, nicht kommentieren. Da fange ich jetzt schon an zu stottern. Okay, gut. Und hier ist auch ein Pünktchen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja neue Kollegen jetzt am Start. Okay, alles klar, das reicht. Gut. Noch etwas. Inventar. 1000 Sternisack. In den Geldbeutel, ja genau. Dann habe ich auch gleich mehr Platz. 1080 Sternis. So muss das sein. Okay, so. Was soll ich an Tom Nooks Werkbank tun? Etwas herstellen natürlich. Birnenteppich, ja. Darum könnte ich mich jetzt schon mal kümmern. Ja, warum nicht? Ja. Ansonsten werde ich mir mal gleich im Privaten kurz alles anschauen, was ich noch so benötige. Und dann kann ich mich im nächsten Part mehr darauf fokussieren und ein bisschen schneller vorankommen. Ja, ich glaube, langsam könnte ich mir auch so eine To-Do-Liste erstellen. Vorher wusste ich halt nicht, wie ich das machen sollte. Ich dachte, ich lege erstmal einfach los. Ansonsten habe ich ja einen richtig guten Kumpel gerade, mit dem ich mich auch sehr oft über dieses Spiel unterhalten kann. Also alles gut. Sehr gut sogar. Zu gut. Okay. Gut. Genau. Der Tommy hat uns ja irgendetwas gerade von Blumen erzählt. Und darum könnten wir uns auch einmal kurz kümmern. Okay. Die wird gerade automatisch abgespeichert. Genau. Hier. Mal gucken, ob ich das jetzt richtig machen werde. Pflanzen. Ach, das ist ja gar nicht so schwierig. Das geht ja doch. Ich mach das erstmal. Das ist jetzt erstmal nur eine Übung. Und in der Zukunft werde ich dann versuchen, ein bisschen organisierter an das Ganze heranzugehen. Pflanzen. Okay, ja, der Part hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Doch, doch. So, Birnenteppich. Okay. Ich habe mir das Ganze ganz anders vorgestellt. Egal. Dann mache ich das ein anderes Mal. Ich dachte, das wird jetzt automatisch aufgerollt und so. Vielleicht muss ich das machen. Aber halb so wild. Darum kann man sich ja immer noch kümmern. Was war das denn? Ich wollte mir nur einige Äste klar machen. Ja gut, Leute. Entweder werden wir uns jetzt im nächsten Part gemeinsam die Sachen klar machen, die ich benötige. Oder vielleicht werde ich gleich im Privaten ein bisschen weiter zocken und werde mich halt um Äste und andere Sachen kümmern. Holz zum Beispiel, ne? Aber Fang, also Insekten und Fische, das machen wir dann gemeinsam. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Parts wiedersehen. Macht es gut und tschüssi!